Hat Joachim Paul einen Artikel in der NPD-nahen Zeitschrift Hier und Jetzt geschrieben, unter Pseudonym? Einen Artikel, in dem ein norwegischer Black-Metal-Musiker bejubelt wird, der sich selbst als Faschisten und Rassisten bezeichnet und der den Mut der Waffen-SS lobt? Im Mai sagt Paul vor dem Medienausschuss des Landtages, nein, er sei nicht der Autor. Eine anderslautende Behauptung der Taz sei falsch. Der Ausgangspunkt dieser Falschbehauptungen sind Straftaten gewesen. Und es ist besonders traurig, dass eine doch sich renommiert gebende Zeitung eben offenkundig Kontakt zu Straftätern hat und hier eine Verdachtsberichterstattung betreibt, die ja völlig haltlos ist. Die Taz belegte ihre Recherche im Mai mit E-Mails, die der Zeitung zugespielt wurden und die auch dem SWR vorliegen. Darin tauschen sich der Autor des Artikels und der Hier und Jetzt Chefredakteur und NPD-Politiker Arne Schimmer über den Inhalt des Textes aus. Dein Aufsatz ist wirklich klasse geworden. Sehr schöne und stimmige Einordnung. Die Mailadresse des Autoren: blackshirt@hashmail.com. In einer Teilnehmerliste für ein burschenschaftliches Seminar im Jahr 2010 tauchte die Adresse ebenfalls auf. Der dazugehörige Name: Joachim Paul. Mit dem Vorwurf konfrontiert, teilte Paul über seine Anwälte dem SWR mit: Unserem Mandanten ist weder das Pseudonym noch die benannte E-Mail-Adresse bekannt. SWR, NDR und Taz liegen nun allerdings zahlreiche weitere E-Mails von und an blackshirt@hashmail.com vor. Diese legen nahe, dass Paul dem Landtag und der Öffentlichkeit die Unwahrheit sagte. Demnach habe Paul die fragliche Adresse gekannt und genutzt. In einem Mail-Kontakt von 2011 fragt Blackshirt einen offenbar befreundeten Burschenschafter, ob er im Haus von dessen Verbindung in Bielefeld schlafen könne. Der Grund? Zum Gruße, Verbandsbruder. Ich promoviere und werde demnächst zu Studien nach Detmold reisen. Unterschrieben ist die Mail mit Joachim Paul. Wir finden heraus, Paul war tatsächlich in Detmold, im Rahmen von Recherchen für eine Arbeitsgruppe an der Uni Mainz. Sein ehemaliger Doktorvater lehrt heute in Frankreich und erinnert sich: Paul habe schon damals den Namen Blackshirt in verschiedenen E-Mail-Adressen genutzt. Er hält es für wahrscheinlich, dass auch die fraglichen Mails von Paul seien. Weil während des gesamten Studiums, während seiner Zeit, in der er eben in der Arbeitsgruppe mitgearbeitet hat, immer die Adresse Blackshirt war. Und sozusagen das ganz normal war, dass ich an Blackshirt geschrieben habe. Joachim Paul erklärte heute, die Vorwürfe seien absurd. Die E-Mails und Adressen seien ihm nicht bekannt. Man wolle ihm im Vorfeld des kommenden AfD-Parteitages schaden. Er stehe mit beiden Beinen fest auf dem Boden des Grundgesetzes und distanziere sich von nationalsozialistischem Gedankengut.